Guten Morgen und willkommen zu Tag 3 in New York. Ich bin jetzt hier am Busterminal. Wie ich gestern schon bereits gesagt habe, geht es heute ins Woodbury Outlet Center. Und ich bin jetzt gerade auf der Suche nach dem richtigen Gate. Das Wetter spielt heute auch mit, denn es hat heute Morgen angefangen zu regnen. Also hätte man das Ganze nicht besser planen können. Aber ich würde vorschlagen, ich gucke jetzt erstmal, wo der richtige Bus steht. Und dann melde ich mich dann im Bus nochmal. Gerade angekommen im Woodbury Outlet. Die Fahrt hat ziemlich exakt eine Stunde gedauert. War angekündigt mit 1,5 Stunden, aber wie man sieht, schafft man es auch in einer Stunde. Es war auch nicht sonderlich viel Verkehr gewesen aus New York. Selbst sind wir relativ zügig herausgekommen. Ich denke mal, je nach Zeit kann das dann auch durchaus variieren. Ich war jetzt hier schon in dem Welcome Center gewesen, habe ein Couponheft bekommen. Das war im Busticket mit enthalten gewesen. Soll einem Gegenwert von $10 entsprechen. Und dann gab es zu dem Busticket auch noch einen weiteren Voucher bei Tommy Hilfiger, mit dem man dann auch nochmal einen 15% Discount bekommt. Ja, und jetzt werde ich mich hier mal etwas orientieren und umschauen. Und dann schauen wir mal, was es Schönes gibt. Hier findet man 220 Stores, deswegen habe ich mir auch gleich mal so eine Karte besorgt, auf der alle Geschäfte aufgelistet sind, mit einem entsprechenden Plan, wo man diese dann auch finden kann. Es ist jetzt noch etwas früh, einige Geschäfte haben schon geöffnet, andere noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der Großteil der Geschäfte gegen 10 Uhr öffnen wird. Demnach müssen wir jetzt noch so knapp 20 Minuten überbrücken. Hier gibt es auch eine Markthalle mit verschiedenen Restaurants. Solltet ihr also auch so früh hier sein wie ich und noch nicht alle Geschäfte geöffnet haben, dann kann man die Zeit hier sehr gut überbrücken. Aussage von heute Morgen muss ich wieder revidieren. Also die Karte, die man sich im Welcome Center abholen kann, die ist eigentlich unnötig. Es gibt nämlich hier überall solche Infostände, über die man dann den Weg zu dem nächsten Store oder wohin man auch immer möchte abrufen kann. Echt Wahnsinn, wie hier die Zeit vergeht. Ich bin jetzt fast 7 Stunden hier oder sogar genau 7 Stunden hier und konnte mich vielleicht mit 5, 6 Geschäften etwas intensiver beschäftigen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall so früh wie möglich hierher zu kommen, damit man den Tag voll und ganz nutzen kann. Ob es sich letztendlich lohnt, hierher zu kommen, das ist so eine Sache. Und da tue ich mich auch wirklich schwer damit, eine Beurteilung abzugeben. Ich würde es mal so einschätzen, dass es abhängig ist von dem Store, den ihr besucht und wo ihr einkaufen wollt.
In manchen Geschäften lohnt es sich durchaus, hierher zu kommen. In anderen Geschäften lohnt es sich nicht wirklich im Vergleich zu New York oder zu den Preisen in Deutschland. Von daher ist da eine Beurteilung wirklich schwierig. Noch ein weiterer Tipp. Viele Leute kommen hier mit einem leeren Koffer her. Hat natürlich den Vorteil, dass man nicht den ganzen Tag die Einkaufstüten mit sich rumschleppen muss. Alternative wäre hier so ein Schließfach zu mieten. Das kostet allerdings je nach Größe zwischen 15 und 25 Dollar pro Tag. Und die kann man sich wirklich sparen, wenn man einfach den eigenen leeren Koffer mit hierher bringt. Endlich wieder Luft zum Atmen. Auch wenn man in New York nicht wirklich von frischer Luft zum Atmen reden kann, ist es in der Subway vergleichsweise wirklich stickig und heiß. Da ist man jedes Mal froh, wieder raus zu sein und wieder frische New Yorker Luft atmen zu können. Ich bin jetzt wieder zurück, voll bepackt. Die Rückfahrt hat 1,5 Stunden gedauert, etwas länger als heute Morgen die Hinfahrt, weil wesentlich mehr Verkehr war. Und für mich geht es jetzt ins Hotel. Daher möchte ich den Tag an dieser Stelle heute abschließen und beenden. Für euch gibt es jetzt aber noch ein paar Bilder vom Times Square, weil ich die bisher noch gar nicht gezeigt habe. Also bis morgen. Ciao. Eine Sache habe ich jetzt doch noch vergessen, auch in meinen letzten Videos. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was euch gefällt und vor allem auch das, was euch nicht gefällt. Ich bin mir dessen bewusst, dass es noch einiges gibt, was man besser machen kann. Also schreibt es einfach mal in die Kommentare, lasst es mich wissen und dann versuche ich das in den nächsten Videos auch besser zu machen. Und das soll es dann von mir endgültig für heute gewesen sein. Eine gute Nacht und bis morgen.